Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn hat der Konzern weiteren Verhandlungen mit der Gewerkschaft IVG eine Absage erteilt. Die Gespräche seien sinnlos, da die IVG sich nicht einen Millimeter bewege und keine Vorschläge zur Annäherung mache. Ständiges Nachlegen führe am Ende zu einem Tarifabschluss auf Pump und zu einer Belastung der Steuerzahler, so ein Bahnsprecher. Die IVG hatte zuvor auch das dritte Angebot der Bahn als sozial ungerecht abgelehnt. Dies sah stufenweise Lohnsteigerungen zwischen 12% bei den unteren Lohngruppen und 8% in den oberen Lohngruppen vor. Die Gewerkschaft fordert einen Festbetrag von mindestens 650 Euro pro Monat und eine deutlich kürzere Vertragslaufzeit. Auf die Bahnkunden könnten damit weitere Streiks zukommen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.